Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einem neuen Projekt. Man sieht es vielleicht schon oben rechts in der Ecke. Tavern, sieht man da also Tavern Tycoon. Ja, was ist das? Wer schon lange auf dem Kanal ist, der weiß, wir hatten das vor 2 Jahren ungefähr mal im Early Access angespielt. Da gab es nur 4 Level, sah noch ganz anders aus. Jetzt ist das ganze Ding komplett released worden, heißt, es ist ein fertiges Spiel. Deswegen möchte ich mir das gerne nochmal angucken, zusammen mit euch. Man sieht es unten, Time Until Next Release, das finde ich persönlich schon richtig, richtig geil. Siehst immer, ne, was da kommt. Wir haben jetzt auch hier so eine Map mit verschiedenen Leveln, denke ich mal. Wir werden sehen. Es soll sich wohl eine ganze Menge getan haben, deswegen starten wir jetzt einfach mal ein neues Spiel. Current Difficulty Normal. Können wir das irgendwie umstellen? Ah, Easy, Very Easy, Normal, Hard, Difficulty Tycoon. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Easy. Einfach, um uns das anzugucken. Wir wollen das nur ganz gemütlich angucken und halt schauen, was es so alles gibt. Ja, ich muss jetzt nicht hier die Mega-Schwierigkeit einstellen und X klappt, ja. Stage 1. Wine is Wisdom. Vino Veritas, wie man so schön sagt, ne? Leider irgendwie nur auf Englisch, aber das ist kein Problem. Wir machen das zusammen. Wir kriegen das schon hin. Okay, Loading dauert anscheinend sehr lang. You can cancel staff employment, bla bla bla. So, welcome to your first tavern. Also willkommen in deiner ersten Kneipe. Get the tavern up and running by placing a bar, a guest room and a kitchen. Also, a bar, ein Zimmer und eine Küche. Then place tables and a reception desk and hire maidens and a clerk. It would be best to build a restroom and a staff room as well. Gut. Wir müssen 500 Ruf erhalten und die Finanzen über 2000. Das sollten wir hinkriegen, oder? Hört sich gut an. Ach, guck mal, kriegst du sogar hier ein, ne? Furniture, kriegen wir schon alles gesagt. Eine Bar, Purchase Item. Wo können wir die denn am besten hinmachen? Sieht echt schick aus. Ding, ding. Okay. Left Mouse Button to place the bar and Right Mouse Button to rotate. Okay, dann hauen wir die doch einfach mal so in die Ecke. Ist frech. Well done. Now hire a bartender. Machen wir gerne. Den hier. Okay. Skill, Potenzial, a pole. Bitteschön. Ja, für eine Birne. Voll groß irgendwie. Ah, man kann jetzt auch weiter rauszoomen. Okay. Das ist ja cool. Gefällt mir. So, was haben wir? Let's try to build a kitchen. Ja, gerne. Dann, hopp, hopp. So, Kitchen ist hier. Die machen wir am besten nicht so weit weg von den ganzen Räumen. Oder wir könnten die hier reinmachen, ne? Hm. Ne, wir machen die mal hier hin. Machen wir mal 5x6. Eat. Bam. Büro kommt dann hier rein. Das ist das ein Riesenbobbel. Okay. So, das ist alles, was wir brauchen. Well done. That's. Also man sieht schon, sehr intuitiv, wenn man solche Tycoon-Spiele kennt, dann alles ziemlich gleich. Was haben wir hier hin? Click on a long green signboard by the gate. Okay. Full Tavern. Ach, geil, wir können die auch benennen hier. Okay, wie nennen wir die denn? Pass auf. In Anlehnung an den Herrn der Ringe. Wahrscheinlich ist das wieder zu lang. Geht das? Gucken wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen. Zum tänzelnden Edel. Nicht Pony, sondern zum tänzelnden Edel. So, please note, without a tavern name, your tavern will not accumulate reputation. Ah, du musst eingeben. Okay, name to be shown on the sideboard. Ja, der hier. Steuerung C, Steuerung V. So, zum tänzelnden Edel. Set name. Tada! Geil! So muss das sein. Juhu! So, ja, das wissen wir. And so figure out the rest of the stuff from here. By the way, I build complete tables and hire maidens to serve food. Ja, würde ich gerne. Darf ich mal? Good luck. Wir waren hier, ne? Jetzt brauchen wir erstmal eine Maiden hier. Our tavern zum Tänzeln in Ede is going to be awesome. Ja, natürlich wird die awesome sein hier. Episch. Have a little problem. Perhaps you should hire a handyman. Ja. Wo ist er denn hier, der Handyman? Da. Ist da, okay. Den of Dance has been opened. Das ist ja lustig. Mal gucken, wann die ersten hier kommen. Ich bin gespannt. Was steht da? Closed. Wie closed? Soll offen sein hier. Wir müssen ja auch noch Toiletten bauen und so, ne? Restroom. Das sind Toiletten, weil ich weiß.
Oh, mal hier hin. So, der Falter sind die Dinger groß. Sind die Dinger groß? So rum. So, kann ich auch noch eine Toilet Booth? Aha, kann ich auch hier reinmachen. So, so, so. Dahin, wenn dann hierhin. Bitteschön. Fertig. War schon ein Scheißhaus. Also, wir haben eine Maiden hier, wir haben eine Kellnerin, wir haben einen Hausmeister und wir haben wen an der Bar. Warum macht er das Ding nicht auf? Muss ich das hier irgendwo öffnen? Ach, guck mal, hier ist auch unser Uralt-Logo, wer das noch kennt. Damals war es noch grün. Ready to get my people drunk. Das ist ja gut. Hello there, in case you are not aware, I am your local lord. I'm writing this. Nevertheless, I wish you the best and hope your business thrives. Ja, gerne. Danke. Das Ding jetzt offen hier. Kann ich das irgendwie offen? Competing Tavern? Nether. Ah, toll. Closed. Da steht closed. Warum steht da closed? Soll das Ding aufmachen. Und ich hätte gerne die Geschwindigkeit ein bisschen schneller. 200 von 500 haben wir. Wir brauchen auch noch ein paar Tische hier. Ah, guck mal, jetzt hast du es aufgemacht. Tables. Hier. Damit 1, 2, 3, 4. Wir kaufen. 1, 2, voll das Feuerwerk hier. Geil. Echt geil. Plotplan, nein, eine Stage brauchen wir noch nicht, glaube ich. Bookshelf, of Bookshelf, Bookshelf for the Triggered Mind. Von Fireplace. Ja, dann würde ich gerne so in die Mitte setzen. Der ist der groß. Na, guck mal, die kommen alle dran. So, vielleicht noch ein bisschen. Noch eine Bar, nein. Fireplace haben wir, eine Bench können wir hier hinten hinsetzen. Ein Stück. Also, eine Bank. Als das jemand nicht wissen sollte, aber es ist selbsterklärend und man sieht's ja. Alter, was ist denn für eine fette Ratte hier? Der rennt ja einfach rum. Geht's noch? Jetzt ist die Bude auch auf. Wer ist das hier? Sag mal. Local Guest. Think about what to do. Nice. Ich freue mich schon, ich freue mich schon, ich freue mich. Wieso brennt der? Hallo? Der brennt. Rum. Was ist mit dem los? Competing Tavern has been opened in the area. Okay. Ah, ist nicht so schlimm. Kann er ruhig. Mal gucken, was für Räume wir hier noch bauen können. Research Workshop, Admins Office, Staff Room brauchen wir noch. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Kann ich... Ah, mit Q und E kann man also auch wieder drehen. Das ist sehr gut. So, weiter. Gehen wir hier rein und dann... Ja, fette Sofas hier, wie bei Two Point Hospital. Nice. Nur keine Fernseher. Aber so eine rote Tür, weißt du? Die ist voll modern. Alles voll auf Mittelalter getrimmt. Dann so eine moderne rote Tür. Schön. So, Guest Room. Können wir auch noch einen machen. Hier dran. Einfach gucken. Geht auch kleiner. Geht auch kleiner, okay. Dann nehmen wir doch kleiner. Hier hin. Arztruhe hier hin. Teppich drunter. Passt. Aber hätten wir schon mal ein Zimmer, wo man übernachten kann. Das ist doch was. Ich verstehe nicht, warum die immer alle brennen. Was hat der denn für Probleme hier? Ich glaube, die Maiden hier, die tut nicht. No one sees the importance of having a clean sleep. Okay. Bartender, Handyman, Clerk. Ask me. Ich glaube, Clerk tut hier kochen, ne? Kann das sein? Mild Clerk, bla bla bla. Wage 341 Gold, Skill 124. Wo will ich hier hin? Nee, das ist, glaube ich, die nimmt hier die Bestellungen auf oder so, ne? Kann das sein? It's February now. Total Staff Wage has 800 Gold. Okay, 800 Gold bezahlt. What? Nee. Okay, die geht was an. Aufnehmen. Die rennt hier rum. Muss ich nur gucken, wo ich das Ganze ein bisschen schneller mache hier. Reputation 210 von 500. Time Control, hier. Machen wir schneller. Time Control is locked. Purchase a clock to... Ah, guck mal. Auch geil, ne? Stimmt, so war das früher. Musst hier wirklich eine Uhr kaufen, ja? Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Eigentlich noch nicht. Doch, hier, Standing Clock. Musst so eine Uhr kaufen und hier hinstellen, so, dass du die Zeit schneller machen kannst, ja? Finde ich lustig. Das ist ein... Ja. Was ist denn hier? Voll der Speed. 130 für eine Mahlzeit. Ah, jetzt sehe ich das. Das heißt, die werden hier gewärmt, weil die da durchlaufen, ne?
Okay. Guck, Rezeption haben wir vergessen. Alles klar. Wo ist die Rezeption? Hier ist die Rezeption. Jawohl. Können wir dann hier so reinstellen. Bitteschön. Was haben wir hier wieder für Mails oder E-Mails oder was? I'm thinking about visiting. Since I am busy, I decided to take a short break and visit your tavern. Not that this isn't work. That meat... Was? Eat cold for me. Let me know when is the best time for you. Lord Peter. Also Lord Peter möchte uns besuchen kommen. Ganz kurz. Ah, kann er gerne. Monatlicher Report. Ausgaben ohne Ende. Aber ist klar, wir haben ja gerade alles neu aufgebaut. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Er ist besoffen, da hat einer hingekotzt. Geil. Wie das erste Level so ist am Anfang, ist nicht groß, ne? Aber ich finde es super süß und schnuckelig gemacht. Echt sehr genial. Auch wenn es leider nur in Englisch ist, aber da gibt es bestimmt irgendwas dran. Die kocht auch noch, ne? Stimmt, ja, stimmt, ja. Wird später auf jeden Fall noch komplexer, das kann ich schon sagen. Kennst du ja noch von damals, wo wir es angespielt haben. Alter, du Sau. Der rennt hier oben rum und macht sauber, weißt du? Das ist natürlich ein bisschen, So, können wir, ja, komm, hier, wir tun noch einen zweiten anheuern. Damit die hier mal sauber machen, das sieht ja aus wie Sau. Ja, bleh. Nächste Konkurrenztaverne hat aufgemacht. Junge, geh woanders kotzen. Ist ja ekelhaft. Wollen wir das nicht machen? Nein. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam in normal. Und das hier ist schon ein bisschen übertrieben. Aber okay. Die meisten werden eh hier hinten an der Bar und saufen. Wetten wir? Garantiert. Ding, ding. Wir haben März. Es fehlt nur noch so Haartransplantation zum halben Preis. So, also 936 Ausgaben für, ja, für Staff, also für Mitarbeiter. Expenditure, was ist das? Keine Ahnung. Total Visitors diesen Monat 4. 774 Einkommen, okay. A race would be great. Ah ja, dann mach mal. Ich will nur die 500 Reputation kriegen. Wir sind bei 210. Haben die denn nochmal Reputation? Neighboring taverns are interested in trading, built in bla bla bla. Okay, so schnell kannst du überhaupt nicht gucken. Aber wahrscheinlich, weil wir... Shelf, haben wir da zwei? Kaufen mal eins. So, hau das mal hier hin. Gucken wir mal. Oh. Ah, guck, da wird schon wieder... Eine Ratte. Behaft hier. Zerplatzt, ey. Schön. So, der... Was ist denn hier los? Was macht der im Scheißhaus? Das ist bestimmt Atomkacke. Eindeutig Atomkacke. Holy shit. Upp, der wird direkt gewärmt hier. Sehr gut. Der gewärmt wird. Am besten ist dann, wenn das so klappt, wenn die jetzt immer dadurch aufgewärmt werden, ist natürlich das Beste, wenn wir das direkt hier vor den Eingang stellen. So, dass die alle da durchrennen. Dann werden die so oder so gewärmt. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Sollen wir mal gucken. So, zwei Leute, die sauber machen. Die haben gegessen. Da sitzt er, der isst. 1, 2, 3, 4, 5 schon hier drin. 240 Reputation, okay. Das hier. Inspection Results are more generous during the first 6 months. Okay. Furniture, haben wir sonst irgendwas? Table haben wir, Bar haben wir, Rezeption haben wir, Bank haben wir, Fireplace haben wir, Stained Clock haben wir, Potplant haben wir, Stage haben wir noch nicht. Wir könnten noch so eine Stage bauen und zwei Potplants. Hier bauen. Und... Oh, naja. Darf ich das da nicht? Was für ein Blöd. Machen wir so. Geht nicht, geht nicht. Geht. Hier geht's, weißt du? Ich mal echt. Mal Banane. Aber okay, hier können dann die Minnesänger drauf und ihre Lieder trällern. Ich bin mal gespannt, was dazu gibt. Ding, ding. It's April now. Okay, wir sehen's, ja. 26.000 Piepen haben wir. 26.100. Gucken wir mal, ob wir, Plus machen. Ich bin gespannt. Oh, Tipp. Guck mal, die geben sogar Trinkgeld. Aha. Wir brauchen ja nicht wissen, dass wir das nicht dem Barkeeper geben, sondern selber einsacken, ne? Mehr Gewinn für uns. Schön. Guck, da ist der Minnesänger. Da sitzt er, wärmt sich erstmal auf. Gleich trällert dann die. Ich hoffe, es ist nicht Trubadix. Dann wäre es ein bisschen... Oh, April. 19. April. Ja, 1. 27.400. Das heißt, 1.300 Gewinn schon. Ich glaube, die wollen alle hier ein Zimmer zum Schlafen, ne? Kann das sein? 26. April. Komm schon, mach einen Monat rum, dann sehen wir das.
Dann brauchen wir ganz viele Zimmer zum Schlafen hier. Ja, 400 gewinnen. Okay. Machen wir was langsamer. Können wir die hier auch einfach kopieren? Das wäre geil. Edit Room, Demolish Room. Nein. 600 Gold zum Schlafen. Okay. Um Kohle zu machen, definitiv Räume bauen zum Schlafen. So, Admins Office müssen wir auch noch bauen. Search Workshop. Das mal. So, Guest Room. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So, mein Freund. Oh. Ja. Alles schön geklont hier bauen. Danke. Noch ein. Guest Room. Bauen das jetzt einfach hier rein so. Dann ist das da halt zu. Gerade egal. Ja. 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 Oder wir bauen hier oben noch. Guck mal hier. Kriegen wir den da noch hin? Da ist ja eh die Türe. Kriegen wir den hier so daneben? Locker. Locker. Dann machen wir hier noch einen hin. So, so. Und so. Oh. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch ein Admin-Office bauen. Kriegen wir das hier unten rein? Guck mal. Machen wir das nämlich so hier hin. Machen wir das auch schön dicht gemacht hier. Natürlich so rum. Ah, muss so rum sein hier. Das ist aber echt voll an. Lass mal wieder eine Ratte. Oh, schlafen soll. Was fehlt jetzt noch? Research Workshop fehlt noch. Ansonsten haben wir alles. Sehr gut. Dann machen wir wieder schneller. Gucken wir mal. So voll Warp-Geschwindigkeit. Guck mal, wie das an den Seiten verschwimmt. Echt schön. Du kannst mir in die Kommentare schreiben, was du von dem Spiel hältst. Ich finde es super schnuckelig und schön, wie gesagt. Richtig geil. Es ist halt wieder sehr, sehr schön ruhig. Du kannst erzählen, du kannst alles gucken. Und es sieht einfach nur toll aus. Es sieht einfach nur toll aus, muss ich sagen. Dafür, dass das eine Person allein programmiert hat. Echt Respekt. Okay. Oh, Bartender ist noch Level 2. Aha. Also Reputation sind wir auch fast fertig. Sehr schön. Juhu. Was haben wir hier? Generous 6 Month. Ah, die sind bald rum. Schade. Aber können wir schon hin. Haben wir doch hier einen Staff Room. Wir können höchstens... Ach, die Ratte hier. Mit dir. Oh, Edit Room. Hätte gerne Waiting for Guests to visit. Geh mal raus. Ich will hier editieren. So, und zwar will ich hier noch Relocate Door, Relocate Nail Furniture, Move Furniture. Ich hätte gerne noch eine Couch hier. Irgendwie so. Da kann noch einer hin. Fertig. Der zweite. Kann sich da noch wer ausruhen. Ansonsten. Jetzt fleißig hier. Jetzt direkt also alles voll gekotzt. Alles voll gekotzt hier. Oh, guck mal, wie die pennen. Wenn die pennen, machst du direkt richtig Kohle hier. Muss ich sagen. How's it going? Ja, würdest du gar nicht wissen. Ja, natürlich kannst du wieder vorbeikommen. The bigger sword. Get free upgrade and apply for 5 gold. Okay, is your sword too... Also ist dein Schwert zu klein? Do the ladies make fun of your dagger? Wish you had a bigger piece of steel to swing around and stay your foes with? Kann man auch eindeutig verkehrt verstehen, ne? Nein, machen wir jetzt nicht. Group reservation. I would like to make a group reservation for 4 locals. Okay, machen wir mal. Das ist ja cool. So, monthly report May. Income, also Einkommen, 4.200, 3.900, okay. Na gut. Da bin ich mal gespannt. Ja, macht hier Pause. Faule Socke. Müssten ja die Viere kommen hier. Okay. Der Sänger sitzt nur da rum, der sollte hier mal spielen. Da kommen sie, die Vier. Nur die lila Typen da sitzen. Wie geil ist das denn? Wie geil. Schön. Echt schön. Cool. Gefällt mir. Es regnet. Es regnet. Groß, als wäre hier on fire, ne? It's on fire. Geil. Geil. Einfach nur geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. So. Oh, da wieder eine Ratte. Bam. So. Sehr schön. Apple Bartender is requesting for rice. Woohoo! I am pleased to offer you a new management position. You can accept it now or at a later stage.
This offer will stay in your mailbox. I hope to hear back from you soon. Also, heißt Level geschafft, auf zu Level 2. Aber erst in der nächsten Folge. Wenn du nicht genug kriegst, hau auf eins der beiden Videos, die gerade angezeigt werden. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.